Einen schönen guten Tag an alle Drohnen da draußen im Hive-Universum, allen Freunden der gepflegten Bastelkultur. Ich habe heute was Besonderes hier auf dem Tisch. Was Besonderes ist übertrieben. Es ist ein Hive-Board. Aber es ist insofern besonders, dass uns eine angehende Drohne einen noch unfertigen und defekten Hive zur Verfügung gestellt hat, damit wir dort einfach mal an einem praktischen Beispiel den Fehler suchen können. Sieht diese Folge also quasi als eine Nachreichung für das Aufbaututorial an, da ich ja dort immer nur die Fehler irgendwie gedanklich nachstellen konnte. Und alle Theorie ist grau, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig bei so einem Tutorial, wenn man selbst dann schon mehrere Geräte aufgebaut hat und das womöglich dann auch entwickelt hat. Macht man natürlich bei so einem Aufbau dann, also kommen Fehler dann natürlich selten vor, das ist ganz klar. Und man versucht dann irgendwo nachzuvollziehen, was für Fehler können auftreten. Das habe ich ja dann in den verschiedenen Tutorial-Folgen getan und versucht dann Strategien und Tipps und Tricks an die Hand zu geben, ja, wie man dann so eine Fehler finden und beseitigen kann. Ja. Aber wie praxisrelevant dann solche Tipps sind, das ist dann immer ein bisschen fragwürdig. Wir haben da zwar bisher eine ganz gute Methode entwickelt, dass wir im Forum dort einen Bereich haben, wo wir diese Bautagebücher haben und wenn dort Probleme auftreten, kann man sich dort melden und es gibt ja dann auch wirklich viele Fehler findet man schon einfach durch eine verbale Beschreibung und heutzutage ist ja kein Problem von so einem Board dann halt einfach mal ein hochauflösendes Bild zu machen von der Vorder- und Rückseite und da findet man dann eigentlich schon viel, ja, Bestückungsfehler, Kurzschlüsse, schlechte Lötstellen. Gerade bei Lötanfängern, die sehen es ja nicht so, aber die Lötprofis, die sehen dann schon, Mensch, gucke mal an der Ecke, das sieht ein bisschen, da sehen die Lötaugen ein bisschen komisch aus. Also haben wir schon sehr viel gefunden. In unserem Falle hier bei diesem Board leider nicht. Da sind wir im Forum da zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ich habe dann gesagt, Mensch, schicken mir einfach zu. Ich finde den Fehler. Ich finde den Fehler, ja. Und ja, da ist er. Ja, also wir haben hier einen Hive, der ist aufgebaut quasi bis zur, ich glaube, Folge 8 ist das im Aufbaututorial, so die Abschlussfolge, wo man das letzte an Bellatrix macht. Und die letzten Arbeiten waren auch die beiden PS2-Buchsen. Ich wusste gar nicht, was in der Folge noch ist. Könnte sein, dass die Videobuchse noch mit drin war oder sowas. Und da muss irgendwas passiert sein, denn vorher hat es funktioniert. Und mit dem Einlöten der Buchse ging es dann irgendwie nicht mehr. Zumindest konnte man die EEPROMs nicht mehr flashen. Die Messwerte, die dann im Forum auftauchten für Spannung und ähnliches, waren auch irgendwie seltsam und abenteuerlich. Und dazu kam noch, dass der Besitzer von dem Board, der Bastler, quasi so ein langsamer Bauer ist. Also dann schon auch mal ein paar Wochen Unterbrechung wahrscheinlich da gehabt hat. Und ja, dann verschwimmen die Informationen dann irgendwo im Fluss der Zeit, im Fluss der Vergangenheit. Ja, und dann ist manchmal nicht mehr so richtig feststellbar, was ist da wirklich passiert oder nicht. Gut, wir bringen das jetzt hier in die Gänge, gucken wir mal, ne? Also das wäre so mal was Besonderes und ja, kommt als Tutorial-Folge einfach mal mit so rein. Ein echtes Praxisbeispiel, ein echter, richtiger Fehler, nicht so irgendwas Akademisches, was ich mir ausgedacht habe. Ja, und na, schauen wir mal. Vielleicht mache ich das ja beim nächsten Projekt auch anders. Ja, werde ich vielleicht meine Frau ransetzen, dann muss sie die Platinen zusammenlöten und dann haben wir da genug Fehler, die wir suchen können.
Wobei, wenn ich mir das so genau überlege, ist das vielleicht auch gar nicht so gut, weil sie ist ja auch ständig am Basteln. Und dann muss ich nachher noch ihre Kleider nähen und womöglich noch anprobieren. Ja, das ist gut. Schlechte Idee, vergessen wir wieder. So, und für alle Frischlinge und Normalsterblichen, die jetzt hier irgendwie nur mal so in das Video reingeschneit sind und nur Bahnhof verstehen, so von wegen Hives und Drohnen und Kollektiv und Borg und was weiß ich nicht noch alles. Der Hive ist ein kleiner, quasi ein kleiner, ich habe hier meine fertige Platine, eine kleine Eigenbau-Super-Home-Computer mit einem zeitgenössischen, stylischen C64-Feeling. Und das Beste an der Geschichte ist, das Ding kann man quasi auf dem Küchentisch selbst zusammenlöten. Und zwar kann das jeder zusammenlöten. Es sind keine SMD-Bauteile drauf. Und das kriegt eigentlich so gut wie jeder hin. Also das haben schon massenhaft Leute zusammengebaut, die noch nie einen Lötkolben angefasst haben und die vorher auch nicht wussten, wo beim Lötkolben das heiße und das kalte Ende ist. Ja. Und ich werde mal, wer da Interesse hat, einfach mal schauen. Das Aufbaututorial für den Hive werde ich mal unten verlinken. Beziehungsweise ihr könnt einfach mal die Webseite besuchen. Hive-project.de und da findet ihr eigentlich alles über die Geschichte. Also wer so ein bisschen Interesse hat an Bastelei und an Retro-Computer und mal wieder den Lötkolben schwingen möchte oder überhaupt erstmal anfangen möchte, den Lötkolben zu schwingen, gucken. Ja, und dann weiß er auch, worum es hier geht. Ja. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Spektakel. Lötkolben anheizen, Messgerät raus und dann werden wir den Patienten mal unter Strom setzen. So, jetzt habe ich alles ausgepackt. Jetzt werden wir uns die Sache mal anschauen. Lötkolben-Details, Netzteil. Kaffee in Sicherheit bringen. Und dann holen wir uns unseren Chip mal raus hier. Das wackelt, also die PS2-Buchse wackelt auch, sehe ich gerade hier. Und hier so betätigt. Ach, ich sehe, die ist auch gar nicht angelötet, ja. Ja, also diese besseres Licht hier. Diese Durchkontaktierungen sind ja angelötet, das will ich dann nachher noch machen. Deswegen wackelt das. Und wir werden mal die Spannung durchmessen. Also hier ist irgendein Kurzschluss drauf. Bin ich ziemlich sicher. Weil ich höre, dass das Netzteil leise pfeifen. Ja? Und in dem Moment, wo ich reinstecke, verändert sich das Pfeifen. Das ist echt seltsam. Was haben wir für eine Eingangsspannung? Aha. Masse, ist richtig. Jawohl, ist da. So. Dann messen wir mal. Chip. Da kommt nichts. Da sind unsere theoretisch 5 Volt. Nochmal messen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deutlich zu viel sind 4 Volt. Das haut nicht hin. Definitiv nicht in Ordnung. So. Jetzt gucken wir uns die Platine mal ein bisschen näher an. Dann noch eine Ader. Eine Ader. So,
So, und hier sind ein paar Stellen, die sehen wirklich seltsam aus. Da sieht es auch aus, als ob ein Leiterzug abgehoben ist. Jetzt muss ich mir mal eine richtige Platine nehmen hier. Was haben wir hier? Eine, keine Ahnung, die hat gar keine Versionsnummer drauf. So, und wir sind hier oben. Und das sieht ganz komisch aus hier. Wo geht das hin? Also das ist wie ein Leiterzug wahrscheinlich abgehoben, wie es aussieht. Der geht. Ja, das scheint mir jetzt aber wirklich der Leiterzug zu sein, welcher zum zu SDA geht. Also genau an unseren Flash. Und der scheint mir unterbrochen zu sein. Also ich habe jetzt hier einfach mal eine Sichtprüfung gemacht, weil ich hatte schon, wir hatten im Forum schon Bilder getauscht und ich hatte hier so Stellen gesehen, die sahen komisch aus. Und jetzt will ich mal, hier eine Leiterzug sieht wirklich so aus, als ob er unterbrochen ist oder sogar einen Kurzschluss hat zu der PS2-Buchse. Ja, und die PS2-Buchse führt auch 5 Volt. Das ist dann natürlich eine dumme Geschichte. Ja. Oder Masse. Also an der Stelle, ich gucke gerade, was hier anliegt. Da liegt an. Betriebsspannung. Also dort ist, wenn ich das richtig sehe, jetzt wirklich 5 Volt gegen die 3,3 Volt gebrückt. So. Jetzt müssen wir mal vorsichtig gucken, wo geht er hin. Er geht hier hin. Ja, der hat definitiv hier ein Kurzschluss und kommt dafür am an SDA nicht mehr an. Ja, also das ist beim Einlöten der Buchse wahrscheinlich passiert, dass hier der Leiterzug durchtrennt wurde. Da haben wir doch den Fehler schon Prinzip schon gefunden. Das muss ich jetzt mal ein bisschen reinigen hier. Weil ich weiß nicht, hier sind auch so eine ganz seltsam zwischen diesen Anschlüssen von der PS2-Buchse seltsamer wie irgendwas, was das sieht aus wie faserig, ja. Keine Ahnung, ob das jetzt vom Reinigen kam. Das quasi bei der Reinigung ich habe jetzt nichts Passendes hier. Ganze Werkzeugkiste voll. Kein Werkzeug. Also das ist definitiv hier. Mein Zahnarzt würde sagen Karies. Und zwar keine Sekundärkaries, sondern ordentlich. Habe ich hier einen Pinsel? Habe ich hier überhaupt irgendwas in der Werkzeugkiste? So, habe ich mir erstmal ein bisschen Isopropanol aus dem Keller geholt. Dann können wir das alles auch ein bisschen reinigen. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man so umzieht vom Keller in eine neue Werkstatt, die man sich eingerichtet hat. Man muss ja im Keller, will ich ja dann trotzdem ab und zu mal was machen, weil dort sollen die schmutzigen Arbeiten dann stattfinden.
muss man natürlich dann auch sein Werkzeug aufteilen. Und die Hälfte ist jetzt unten und die Hälfte ist oben. So, bevor ich das aber reinige und patche, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde versuchen, ihn zu programmieren und einfach um zu sehen, um den Effekt zu sehen, dass sich dann auch irgendwie was bessert. Und wenn meine Theorie stimmt, dass das schon der Fehler ist, kommt ja genau dieses Fehlerbild zustande, dass man das Programm in den RAM von dem Propellerchip schreiben kann. Ja? Und das läuft dann auch. Aber man kann es eben nicht flashen in den passenden EEPROM. Ja, und das werden wir prüfen. IC4 ist das, jetzt muss ich mal gucken, ist das der Flash für Bellatrix? Jawohl. Jo, dann werden wir das mal tun. Ich werde aber bloß das LED-Demo mal aufspielen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust, jetzt noch einen Monitor hier rüber zu schleppen. USB-Kabel. Adapteur. Bellatrix Blinky. Start Blinky. So, jetzt gucken wir erstmal, ob er den Propellerchip hier findet. Jawohl, er findet den Propellerchip. Und jetzt schieben wir das rüber mit F10. Jawohl. Man sieht, das LED blinkt, ne? Ja, das mittlere. So, jetzt fehlt uns natürlich der Flash. Stecker raus. Jetzt schnappen wir uns einen von den EEPROMs. Und stöpseln den rein. In dem Falle in die mittlere Buchse. Vorzugsweise in der richtigen Ausrichtung. Jawohl. Zack. So. Wir schieben es nochmal rüber. Nochmal F10. Und es blinkt. Und jetzt schieben wir es mit F11 rüber. EEPROM Programm Error, sagt er. Also ihr sagt es richtig. Naja. Jo, das war ja wahrscheinlich einfach. Gucken wir mal. Das heißt, ich werde das jetzt patchen. Wahrscheinlich ist wirklich der Leiterzug durchtrennt. Ich muss mal gucken, ob ich da eine Makroaufnahme mache bei der Geschichte, dass man das mal sieht. Aber jetzt muss ich das erstmal freilegen. Dazu muss ich es erstmal reinigen. Mit Isopropanol. Gibt es im Übrigen in der Apotheke oder bei Amazon mittlerweile auch, habe ich gesehen. So ein Fläschchen Isopropanol. Warum kein Brennspiritus? Könnte man ja auch nehmen. Der Brennspiritus hinterlässt weiße Rückstände. Also da sind noch Stoffe drin, die dann eintrocknen. Rein tut er auch, das ist nicht das Problem. Aber es sieht dann wirklich sehr unschön aus. Isopropanol selber ist 99,9% ja Alkohol und
und hinterlässt null Rückstände. Ja. Wunderbar. Durchtrennt. Muss ich mal sehen, wie ich das hier sauber patche. Wahrscheinlich, also ich mache jetzt gleich mal eine Aufnahme. Eine Makroaufnahme, die kann ich dann einblenden. Guck mal, das Handy. So. Da gibt es also schöne Lupen-Apps auf dem Handy. Ach, also wunderbar. Machen wir noch die Lampe an hier. So, dann sagen wir ihm noch, wo er das fokussieren soll. Und dann kann ich das nämlich mal schnell einblenden im Video. Schanep. So, da haben wir unsere Makroaufnahme. Und hier sehen wir unsere PS2-Buchse. Kann ich hier reinzoomen? Jawohl, aber das wird dann nur unkenntlicher. Wir bleiben mal so. Also hier sieht man den Leiterzug. Hier kommt er von der Durchkontaktierung und von Port 29 vom Propellerchip. Ja, geht hier lang. Und würde hier weitergehen zu unserem EEPROM. Ja, ist hier aber durchtrennt. Sieht man ziemlich deutlich. Ja, hier der Leiterzug ist ja auch schon so halb verbogen. Und hier das Ende ist reingewandert in die Lötstelle. Ja, wir gucken dann gleich mal, was hier anliegt für ein Signal. Und was man jetzt nicht sieht, ist, das ist wirklich ein richtig tiefes Loch. Ja, also man sieht ja auch, das ist so hell. Wenn man jetzt von der Seite schauen würde, würde man sehen, das ist ein richtiges Loch. Da ist die Lötspitze richtig reingerauscht in das Basismaterial und da ist der Lötstopplack, das Grüne weg und auch das FR4 darunter beschädigt. Hier sieht man ja auch am Rand, hier ist auch so eine Schmarre und ja, hier auch nochmal irgendwo was angekommen. Also hier sieht es auch etwas seltsam aus. Ja, gut, gucken wir uns das mal im Layout an. Ich habe das schon mal vorbereitet. So, wir haben hier oben haben wir unsere PS2-Buchse. Ja, ist die Mausbuchse in dem Falle. Hier ist unser Flash. Also hier sind die drei Flash. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und der mittlere ist der Flash für den Bellatrix-Chip. Ja, und hier haben wir Bellatrix. Und Port 29 wäre das hier. Ja, und jetzt kann ich mal highlighten den Leiterzucht. Der geht hier oben lang. Ja, dieser kleine blaue. Ich versuche den mal hell zu machen. Ich lasse ihn mal blinken hier. Ne? Sieht man, wo er lang geht. Hier in etwa ist er durchtrennt und hat einen Kurzschluss gehabt zu der Buchse. Ja. Man sieht auch, er kommt von hier. Ja, das ist auch etwas heller jetzt, das Pad, und geht hier an Pin 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist Pin 5 und gleichzeitig hier an diesen Widerstand. Ja, und dann saust er hier rüber, ja, und in diese Durchkontaktierung und dann zu unserem Port am Propellerchip. Jo, jetzt wäre ja mal interessant, was ist das noch für ein Signal an der PS2-Buchse? Wir klickern das mal an und highlighten das mal. Man sieht, es geht hier an alle möglichen Stellen. Und hier unten sehen wir, was es ist. Es ist VCC, also 5 Volt.
Vielleicht gleich mal zum Schauen, wo findet man sowas? Ja, diese Layout-Dateien, die gibt es auch, wenn man sich das Hardware-Paket im Download-Bereich auf der Webseite runterlädt, findet man die drin. Ja, kann man sich auch ausdrucken oder irgendwas, dass man das verfolgen kann, ohne dass man jetzt eine zweite Platine da liegen hat, so wie ich das ja bei der Fehlersuche hatte. Ich habe ja einfach eine zweite Platine genommen und habe geschaut. Macht sich dann natürlich gut. Auf dem Schaltplan würde man jetzt schauen, ich rufe mal den Schaltplan auf, Schaltplan Blatt Nummer 1, und da sehen wir, VCC sind unsere 5 Volt. Ja. Und wenn wir weiterschauen, VCC liegt hier an der PS2-Buchse auf Pin 5. Ja. So, und hier hatten wir gesagt, an unserem Flash waren wir ebenfalls an Pin 5 hier unten. Dort sollte es eigentlich ankommen, kam ja nicht an, weil es durchtrennt war, der Leiterzug. Und wenn wir jetzt schauen, hier ist Bellatrix am Schaltplan und hier ist der Flash für Bellatrix. Und Port 5 sehen wir ja hier, das ist SDA, das Signal SDA. Ja? Und das geht zu Port 29 vom Bellatrix, beziehungsweise Pin 38 ist das am Chip. Ja. So, hier unten sehen wir, gibt es noch einen Abzweig, der geht zu diesem Widerstand, wo er auch dran ist. Ja? Ein Pull-Up-Widerstand. So, und diese Verbindung war getrennt. Ja, hier in etwa. Und war gegen 5 Volt gebeugt. Was dann natürlich passiert, die 5 Volt von der PS2-Buchse. Ja. Was dann passiert, wenn man rückwärts in so einen Chip diese 5 Volt einspeist, das ist sehr undefiniert. Da ist ja eh über der maximalen Betriebsspannung von dem Chip liegt. Deshalb konnte man wahrscheinlich an dem Propeller-Chip da auch an der VDD-Spannung dann irgendwas um die 4 Volt messen. Es ist schon erstaunlich, dass der Propeller-Chip überhaupt durchgehalten hat. Das spricht natürlich für die Robustheit von diesen Schaltkreisen. Ja. Aber das ist das, was passiert ist. Ja. Hier haben wir wirklich den Leiterzug aufgetrennt und dann auch noch einen Kurzschluss drin. Ja. Jo, das soll es mal zu der Makroaufnahme und zu den Signalen gewesen sein. Die Schaltpläne, die kann man sich ja alle ausdrucken. Man kann das auch finden, wenn man Fehler sucht. Wirklich mal einfach die Pins zählen an den Schaltkreisen direkt. Ja, und dann findet man die ja wieder hier im Schaltplan, kann dann gucken, was sind das für Signale, wo gehen die hin. Ja, und wenn man dann zum Beispiel, wenn irgendwas mit dem Flash nicht geht, könnte man prüfen, gut, hat der Flash hier seine Betriebsspannung, die VCC, ja, hat der Flash Masse, die restlichen Signale hier unten liegen alle auf Masse und dann sind eigentlich nur zwei Signale noch für den Datenaustausch übrig, SDA und SCL. Ja, und dann kann man durchmessen, kommen die hier am Propellerchip beide an, geht das eine Signal noch zu dem Widerstand. Ja. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ja. Und wenn man das durchmisst, einfach mal durch mit dem Durchgangsprüfer die Chips natürlich ziehen und dann von den beiden Buchsen mal quer misst, hätte man dann hier gemessen, dass hier kein Durchgang ist. Ja. Man muss dann natürlich dann schauen, bei so einer Fehlersuche, was geht nicht. Ja, der erste Punkt ist dann in dem Moment, man weiß ja, man kann das Blink-Programm in den RAM von dem Bellatrix-Chip übertragen. Also ist ja dieser Propeller-Chip halt in Ordnung. Ja? Also kann es ja nur hapern am Flash selber. Oder an der Übertragung zum Flash. Und dann hat man das ja schon doll eingegrenzt. Ja. Oder man geht halt anders ran, nicht von der Schaltungsseite, sondern mehr von der Thematik, was habe ich denn als letztes auf dem Board gelötet?
In dem Falle waren es dann wahrscheinlich diese PS2-Schnittstellen, diese Buchsen, ja. Und dann kann man dann gezielt in der Nähe von den Buchsen halt suchen, ob da irgendwas schiefgelaufen ist. Ob es irgendwie vielleicht eine Verbindung zwischen zwei Pins gibt, ja. Oder halt, wie hier, so ein Leiterzug beschädigt ist. Ja. Es ist also wirklich so, der Leiterzug ist durchtrennt und das Ende, was dann da so rumflattert, ist halt in den in die Lötstelle von der PS2-Buchse reingewandert. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also so schnell geben wir hier nicht das Leben von einem Hive auf. Da haben wir schon ganz andere Sachen versaut. Also wir können es nicht direkt flicken, sehe ich gerade. All die derweil. Ich löte gleich mal ein paar Stellen nach. Ja. Das ist zu gefährlich. Also ich könnte es jetzt wieder zusammenpunkten. Aber es bestände dann die Gefahr, dass es sich wieder löst. Ich werde da so einen kleinen Patchdraht hier anlöten. Von Punkt A nach Punkt B. Und den Leiterzug an der Stelle, wo er beschädigt ist, auch wirklich das Stück, was dort rumfliegt, wirklich entfernen. Wir müssen wohin? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ich müsste theoretisch SDA geht an Pin 29. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Ob die Überreste da auch noch landen. So, das wäre von hier. Jawohl, dahin. Ja. Jetzt brauche ich mal, ich denke mal, ich mache den Patch gleich hier unten, lege ich hier lang und dann werde ich mit ein bisschen, weiß nicht, Schmetzleber oder sowas, werde ich das arretieren, wie lang brauchen wir es. Schwupps, die ups, da hoch müssen wir, naja, in etwa so. Schanep. Ja. Passiert. Und dann werden wir mal testen, ob es geht. SDA. Also wir haben ja an dem EEPROM, das sind ja I2C, also die haben ja ein I2C Interface, haben wir zwei Leitungen. Zur Kommunikation SCL und SDA. SCL ist die Clock-Leitung und über SDA werden bidirektional die Daten übertragen, wobei ein Gerät dann Master ist. In dem Fall ist das natürlich der Propeller-Chip. Ja. Das werden wir auch noch mal etwas genauer besprechen, wenn ich dann die Tutorials über den Plexbus mache, weil der basiert ja auf I2C. So, jetzt müssen wir das Kabel hier so richtig schmuck verlegen, damit es hier niemand merkt.
Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Genau. Wenn wir mal so machen, dass wir hier nicht so sehr viel blockieren, weil der gute Jochen ist ja noch im Aufbau. Insofern muss er ja noch hier drauf rumlöten. Wo gehen wir da lang? So, das war es eigentlich schon wieder. Bisschen aufräumen. Und jetzt können wir testen, ob es was gebracht hat. So, dann schieben wir mal das Programm nochmal rüber. Host Interface. Spannung. Und einmal F10 blinkt und einmal F11 und blinkt auch und bringt schon keine Fehlermeldung. Das Piepen war jetzt mein Messgerät. So, jetzt schalten wir aus, schalten an und Blinky ist drin. Ja? Jo. Damit funktioniert unser Freund. Wunderbar. Was ich noch machen würde, weil ich es gerade sehe, mal ein bisschen schöneres Licht. Der SD-Karten-Connector, der ist noch nicht verklebt. Den würde ich definitiv verkleben. Ja. Also wirklich, das ist sogar einer, der gut passt und das ist sogar einer mit Kuli-Mechanik. Das heißt, der hat von unten kleine Nippel. Jawohl. Und die passen auch in diese Löcher hier rein. Ja. So. Und ich würde das andrücken mit irgendwas. Ja, und in diese kleinen Nippel in Tropfen Sekundenkleber reinmachen und das reicht dann eigentlich schon zu. Ja, das zieht dann durch und dann so läuft man nicht Gefahr, dass man jetzt irgendwie, dass irgendwas hier in die Kontakte reinläuft. Das wäre eigentlich das eine. Und dann hält das auch. Weil so wie es wackelt, wird es nicht lange halten. Also ein paar Mal stecken und dann werden hier hinten die Lötaugen brechen. Ja. So, wunderbar. Unser Hive Nummer 432. Wunderbar. Unser Hive Nummer 423 sieht doch einem schönen Leben entgegen. So, dann können wir das wieder eintüten und zurückschicken. Na, lieber Jochen, schön weiterbasteln und immer schön dranbleiben. Das ist ja nicht mehr viel, das ist ja dann ein Abend Bastelei. Und das läuft. Ne? Also bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.